ich hatte gehofft, dass die Union, also auch die CDU, insbesondere die CDU Sachsen-Anhalt, sich langsam mit der Tatsache vertraut gemacht hat, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Für die Freien Demokraten will ich ganz klar sagen, wir machen das nach dem Vier-Türen-Modell. Erstens das Grundrecht auf Asyl. Zweiter Punkt, sind die auch durch internationale Abkommen verpflichtenden subsidiären Schutz, also die, die vorübergehend aus Kriegsgebieten flüchten müssen, auch die müssen wir aufnehmen. Dritte Tür ist die qualifizierte Zuwanderung. Denn wir haben ein Problem, dass wir Fachkräfte brauchen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, die vierte Tür geht nach außen auf. Die vierte Tür